In Europa herrscht eine Energiekrise. In Namibia wurden große Ölvorkommen an der Küste gefunden. Kann hier also Afrika als Energielieferant von der europäischen Situation profitieren? Unsere Kollegin Malena hat mit Werner Ayokegba gesprochen. Er ist Vizepräsident der Afrikanischen Energiekammer. Ergibt denn der Ausbau von fossilen Energieträgern in Afrika überhaupt noch Sinn, wenn Europa in Zukunft auf erneuerbare Energien umsteigen will? Wir plädieren nicht dafür, fossilen Träger auf ewig zu haben, sondern wir plädieren, das kontinuierlich zu benutzen, solange es ein vernünftiger Demand dafür gibt. Und den gibt es ja noch. Und Erneuerbaren sind noch nicht da. Also für die nächsten 30 Jahre braucht man noch Energieträger, fossile Energieträger. Und Afrika hat genug davon. Ich sehe nicht, wieso wir nicht weiter vorantreiben sollten. Das heißt, Sie sehen in der aktuellen Energiekrise in Europa ganz klare Chancen für Afrika? Absolut. Aber ich sehe die Chancen für Afrika nicht unbedingt nur nach Europa, sondern ich sehe das auch als eine Chance für Afrika, wie die selber das fördern können, um in Afrika zu benutzen. Wie beurteilen Sie die Rolle und auch das Potenzial, dass Afrika in erneuerbare Energien dabei steuern kann? Grüner Wasserstoff zum Beispiel offshore Namibia, das ist sehr gut. Das kann funktionieren, aber man braucht Investitionen in Milliardenhöhe. Und das muss man erstmal aufbringen. Und am Ende muss man auch in verschiedenen Orten in der Welt die ganze Industrie auf grünen Wasserstoff umzustellen. Und es ist wichtig, das zu wissen und realistisch voranzugehen. Könnte es nicht auch sein, dass generell der Abbau von fossilen Energien auf Zukunft gesehen der afrikanischen Wirtschaft schadet, weil es zum Beispiel beliebte Naturreservate belastet und somit eben auch den Tourismus schädigt, was ja ein großer wirtschaftlicher Faktor ist für Afrika? Man kann auch Öl und Gas fördern in so einem Umfang, dass es die Umwelt gerecht ist. Aber man muss auch ehrlich sein, um zu sagen, dass nur mit fossilen Fuels hat sich Europa, Amerika, der West aus der Armut getrieben. Und das ist das, was Leute auf dem afrikanischen Kontinent versuchen auch zu haben. Aber ich meine, den Klimawandel, den spürt man ja auch schon in Afrika. Deswegen frage ich mich einfach, ob es nicht trotzdem für die Zukunft schlauer wäre, doch jetzt schon eben die Investitionen in erneuerbare Energien reinzusetzen, um eben da dann eben Afrika als Vorreiter zu sehen. Klimawandel spürt man überall. Es bringt überhaupt nichts, wenn jemand, der weniger als 3% anfängt, was zu machen, und die Leute, die 98% dafür verantwortlich sind, gar nichts machen. Wie ist Ihre Zukunftsvision? Wir brauchen mehr Gas, um in Afrika die Wirtschaft zu kurbeln, nicht nur nach Europa zu exportieren, weil wir haben viele junge Leute, die Jobs brauchen, die außer Arbeit sind. Wir hoffen, dass all diese junge Leute hier bleiben. Deshalb, wir brauchen Energie. Es muss billig sein und es muss allen erreichen. Den eigenen Energiebedarf Afrikas zu bedienen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ob dies jedoch mit fossilen oder erneuerbaren Energien passieren wird, hängt schlussendlich auch von den internationalen Investitionen ab. Wir haben darüber mit Werner Ayokegba von der Afrikanischen Energiekammer gesprochen.